Hallo ihr Lieben und erstmal ein ganz frohes neues Jahr an euch alle. Hoffentlich wird dieses Jahr ein bisschen besser als das letzte. Ich habe heute mal wieder für euch 10 Sachen, die total anders sind in den USA. Ich habe ja bereits mehrere solcher Videos gemacht und wenn euch solche Videos gefallen, werde ich die unten in die Beschreibung verlinken. Dann könnt ihr euch nach diesem Video noch mehr Dinge angucken, die total anders sind in den USA. Natürlich ist ganz viel total anders. Das sind jetzt hier wirklich 10 total random Dinge, die ich aufgeschrieben habe, die total anders sind. Und dann fangen wir einfach mal an. Nummer 1. Es ist total normal beim Zahnarzt, dass Lachgas verwendet wird. Und auch in Deutschland war es früher ganz normal in den 50er, 60er Jahren. Und ich habe gehört, dass heutzutage man in Deutschland darüber nachdenkt, nach und nach mehr Zahnärzte finden, ja, man sollte das eigentlich wieder einführen, denn Lachgas hat den Vorteil, es ist viel einfacher für den Körper zu verarbeiten als eine Narkose oder eine Vollnarkose, die viel schlimmer ist für den Körper das wieder zu verarbeiten. Und es hat auch noch einen sehr schönen Nebeneffekt, nämlich dass der Patient super relaxed ist. Und ja, deswegen spricht man auch in Deutschland inzwischen davon, dass man es eigentlich wieder standardmäßig einführen sollte. Aber in Amerika ist man nie davon weggegangen. Man hat immer Lachgas verwandt beim Zahnarzt und macht das bis heute. Nummer 2. Jetzt weiß ich nicht, ob sich das vielleicht in Deutschland verändert hat, das müsst ihr mir sagen, aber von dem, ich bin ja nun schon 14 Jahre nicht mehr in Deutschland. Wahlwerbung gegen einen anderen Kandidaten habe ich zumindest damals in Deutschland nie gesehen. Hier eigentlich fast nur, fast jede Werbung. Momentan ist es also sehr, sehr anstrengend. Wir haben ja hier in Georgia momentan eine ganz wichtige Wahl und wenn ich YouTube gucke oder Fernsehen, ich sehe also nur Wahlwerbung und zwar ausschließlich gegen eine Person. Ja, also das finde ich total nervig, muss ich sagen. Mir wäre es viel lieber, wenn die Leute sagen würden, was wollt ihr denn eigentlich machen? Was ist das Positive? Wie wollt ihr irgendwas verändern? Nein, stattdessen heißt es nur, der ist böse, der hat das und das gemacht, wählt ihn nicht. Also es wird nur Werbung gegen andere Kandidaten gemacht. Und damit wird so viel Geld ausgegeben, das finde ich schon verrückt. Also, dass man sich sagt, lieber mache ich eine Werbung gegen meinen Gegenkandidaten, als dass ich für mich eine Werbung mache. Finde ich sehr seltsam. Lass es mich in den Kommentaren wissen, ob das in Deutschland inzwischen auch gemacht wird oder ob das überhaupt gar nicht der Fall ist. Nummer 3, das finde ich auch eine ganz seltsame Sache, und zwar Porzellangeschirr nennt man hier in den USA China. Echt wahr, man sagt China. Jeder benutzt das Wort. Do you have your pretty China out? Und warum? Das habe ich gerade mal gegoogelt. Anscheinend einfach, weil das allererste Porzellan, das es in den USA gab, war importiert aus China. Und deswegen nennt man es China. Da müsste man ja fast alles China nennen. Nummer 4. Greta Thunberg ist hier relativ unbekannt. Während also vor der ganzen Corona-Krise ganz Europa demonstriert hat, Fridays for Future, und Greta Thunberg wahrscheinlich super prominent ist, jeder kennt sie, ist sie in den USA relativ unbekannt. Ich würde mal sagen, nur eine jüngere Generation kennt sie und eher nur so in Großstädten wie Washington DC oder New York. Als ich den Namen Greta Thunberg erwähnt habe gegenüber meinen Freunden, die jetzt auch alle ein bisschen älter sind, wir sind so in unseren 40ern, da haben die tatsächlich nicht gekannt. Die wussten nicht, wer sie überhaupt ist.
Und es gab hier auch überhaupt keinen Fridays for Future, keine Demonstrationen, keine Kinder, die nicht in die Schule gegangen sind am Freitag. Nummer 5, und auch hier muss ich sagen, vielleicht gibt es das inzwischen in Deutschland auch. Viele Sachen verändern sich ja. Ich habe es eben zum allerersten Mal in den USA gesehen. Kinos mit wirklich, ich nenne es mal, Mega-Sitzen. Also die Sitze sind so bequem, man kann sie also komplett zurücklegen, sich da reinlegen. Man hat ein, wie ein Tablett, wo man sein Essen drauf machen kann und einen Getränkehalter. Und man kann da richtig essen, Abendessen oder Lunch, was auch immer. Und es ist einfach mal super, super bequem. Lasst es mich wissen, ob ihr auch schon mal in so einem Kino in Deutschland wart. Oder Schweiz oder Österreich oder wo auch immer ihr seid. Nummer 6. Es ist ja kein Geheimnis, dass die Amerikaner sehr patriotisch sind, und das gilt für viele, viele Sachen. Aber eine Sache fällt mir immer wieder auf, womit ich selber gar nicht klarkommen könnte. Und zwar, dass die Amerikaner quasi stolz darauf sind, wenn ihre Söhne im Krieg gefallen sind. Und das ist was, was für mich überhaupt gar nicht geht. Als Mutter, erstens, Julien würde ich überhaupt gar nicht erlauben, in Krieg jemals zu gehen. Den würde ich in sein Zimmer einsperren, wenn der das wollte, und nie wieder rauslassen. Also für mich überhaupt ein Unding. Und dann halt auch noch stolz zu sein, wenn das Kind gestorben ist im Krieg. Das finde ich also ganz, ganz schrecklich, weil ich persönlich als Mutter, es ist mir völlig egal, dass er jetzt für die USA gestorben ist oder was auch immer. Ich halte sowieso Kriege für Schwachsinn. Aber da wird dann also so ein Schrein aufgebaut im Grunde für das Kind mit Foto und Kerzen, und ja, und dann ist es eben super toll, dass das Kind für das Land gestorben ist. Und man darf ja nicht vergessen, die sind ja unheimlich jung, also mit 18, 19 oder so, furchtbar. Also ich finde es ganz, ganz schrecklich. Und Patriotismus bis zu einem bestimmten Grad, ja, meiner Meinung nach. Es ist ja schön, wenn man irgendwie stolz auf sein Land ist für bestimmte Errungenschaften, aber nicht dafür, dass das Kind im Krieg gefallen ist. Nummer 7, auch das ist vielleicht ein Punkt, der sich inzwischen verändert hat, aber ich kenne viele Frauen, die Silikonbrüste haben. Hier in den USA. Mir ist niemand bekannt in Deutschland. Meine Freundinnen haben keine Silikonbrüste in Deutschland. Und hier kenne ich es von vielen. Also, das ist jetzt überhaupt keine objektive Statistik, aber von dem, was ich kenne, was mir bekannt ist, kenne ich mehr Frauen mit Silikonbrüste in den USA als in Deutschland. Nummer 8. Häufig zu sehen sind Lemonade Stands, also ein Limonadenstand. Da versuchen sich also Kinder ein bisschen Geld hinzuzuverdienen und machen selber Limonade, also mit Zitronen gepresst und Zucker und Wasser, und da wird halt frische Limonade verkauft. Und ja, da werden die süßesten Stände, habe ich schon gesehen, also so süß. Eines meiner Freundinnen, die macht ja so Balloon-Geschichten, Luftballon-Dekorationen, und auch sie hat schon mal so einen süßen Limonadenstand gemacht für einen Kunden, und also sieht so putzig aus. Öfters im Sommer sieht man es auch einfach in der Community hier bei uns. Und was wollen die dann so haben? Na, das kann manchmal sein 25 Cent oder 50. Ja, und da kann man sich frische Limonade holen, und die Kinder versuchen sich ein wenig Geld zu verdienen. Lass es mich wissen, ob Deutschland diese Idee vielleicht auch inzwischen abgeguckt hat. Durch Film, Fernsehen, YouTube passiert das ja häufig. Aber als ich noch in Deutschland gewohnt habe, war das zumindest noch kein Thema. Nummer 9, darüber müsste ich wahrscheinlich mal ein ganzes separates Video machen. Kirchen in den USA sind total anders als in Deutschland. Und da könnte ich jetzt über so viel reden, aber ich möchte nur mal über einen Aspekt reden. Und zwar, also mir ist ja ein Gottesdienst in Deutschland bekannt, sowohl evangelisch als auch katholisch. Ich habe beides erlebt, habe beides gesehen, wie es ist. Und Fazit, das ist jetzt ein bisschen gemein für Leute, die natürlich in die Kirche gehen, aber es ist relativ langweilig. Hingegen in den USA habe ich auch schon mehrfach Gottesdienste mitgemacht,
Und das macht Spaß. Das ist also völlig egal, ob ihr religiös seid oder nicht. Da findet eine Party statt. Die haben eine Band, richtig professionell, mit Rockmusik über Gott, the Lord. Und es macht einfach unheimlich viel Spaß. Und zu Weihnachten ist auch also die beste Veranstaltung. Da wird gesungen, verschiedene Sänger, aber so richtig Qualität. Die können richtig super singen und es macht einfach so Spaß. Es ist unglaublich. Aber dahinter steckt natürlich noch viel mehr, denn es ist eine Art Geschäft. Ja, da wollte ich jetzt nicht zu tief drauf eingehen. Wenn ihr mehr über Kirchen hören wollt, dann lasst es mich wissen. Aber grundsätzlich finde ich, dass der große Unterschied ist, es gibt natürlich eine Vielzahl von verschiedenen Kirchen und Glaubensrichtungen. Hier unglaublich viele. Aber grundsätzlich macht es häufiger mehr Spaß in den USA, in die Kirche zu gehen. So, und mein letzter Punkt, Punkt Nummer 10. Und hier geht es jetzt wieder um den Wahlkampf, weil wir es ja gerade durchgemacht haben. Die Amerikaner, die stecken sich also regelmäßig Schilder vors Haus für den Kandidaten, für den sie sind. Sowas habe ich in Deutschland noch nicht gesehen, aber wie gesagt, vielleicht hat sich das verändert und inzwischen wird es in Deutschland auch gemacht. Steckt sich da irgendjemand ein Schild Angela Merkel vor die eigene Haustür? Lass es mich wissen. Wobei, sie wird ja nicht mehr bei der nächsten Wahl zur Verfügung stehen. Auf jeden Fall ist es eben hier so, dass man tatsächlich gesehen hat, für wen, für welchen Kandidaten sind die Leute, weil die sich freiwillig Schilder vors Haus reinstecken. Ja, das finde ich auf jeden Fall schon sehr interessant. Für mich persönlich würde sowas nie in Frage kommen, egal für wen ich bin. Ich finde, das ist meine persönliche, private Entscheidung und ich würde das nicht vor meinem Haus zur Schau stellen. Ja, aber das scheint hier relativ normal zu sein, sieht man also viel. Ja, das waren meine 10 Dinge mal wieder, die total anders sind in den USA. Ich hoffe, es war interessant. Wenn es so war, dann bitte Daumen hoch. Vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren, wenn euch das Leben in Amerika interessiert und auch auf die Glocke zu klicken, damit ihr eine Benachrichtigung bekommt, wenn ich Videos hochlade. Das war's für heute. Macht es gut, ihr Lieben. Tschüss, eure Sissi.